Ein bekanntes Sprichwort lautet, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wer also in guten Zeiten vorsorgt und Geld anlegt, zurücklegt Reserven, profitiert davon in schlechten Zeiten und kann im Zweifel eben auch später im Alter die Rentenlücke schließen. Das ist unser Thema jetzt mit Steffen Leditschke, er ist Leiter des Portfolio-Managements bei der Plutus Vermögensverwaltung AG. Danke, dass Sie zu uns aufs Parkett gekommen sind. Schön, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Was raten Sie denn jetzt generell Ihren Kunden, wenn es darum geht, effizient fürs Alter vorzusorgen? Ja, auf jeden Fall frühzeitig anzufangen. Durch das gebildete Kapital bilden Sie einen Kapitalstock. Sie zehren irgendwann vom Zinseszinseffekt. Der größte Effekt macht sich erst am Ende bemerkbar. Auf jeden Fall kontinuierlich sparen. Das ist maßgeblich. Und zum Dritten natürlich breit streuen. Breit streuen heißt auch Aktien selbstverständlich. Die haben eine ordentliche Rendite über Jahre und Jahrzehnte. Welche Rolle sollten jetzt aber Aktien und Aktienfonds in dem Gesamtmix bei der Betrachtung Altersvorsorge, private Altersvorsorge spielen? Also unseres Erachtens nach eine sehr, sehr große. Die durchschnittlichen Renditen in den letzten Jahrzehnten zeigen tatsächlich zwischen 7% und 8% sind dauerhaft möglich. Anleihen und Sparbücher bieten deutlich weniger. Und nach Abzug von Inflation und Kosten soll ja auch noch was hängen bleiben und dementsprechend das Kapital sich vermehren. Deshalb auf jeden Fall ein Großteil in Aktien. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie man Aktien idealerweise eben in die Altersvorsorge einbauen kann. Einfach an der Börse kaufen und liegen lassen, so wie es Costolani früher sagte? Also am einfachsten, glaube ich, ist für den Einsteiger ein Fondssparplan. Dort kann man kostengünstig und einfach investieren. Man kann breit streuen. Und vor allen Dingen hat man über die lange Laufzeit, die man ja vor sich hat, wenn man fürs Alter vorsorgen möchte, tatsächlich einen Glättungseffekt, was die Renditen angeht. Also kann auch kurzfristige Schwankungen dann quasi ausblenden. Wer natürlich schon Vermögen hat, auch diese Fälle gibt es ja, der kann sich natürlich auch sehr vertrauensvoll an Vermögensverwalter wenden, so wie uns. Und wir können natürlich einen Service bieten, der über die klassische Anlage in einem Fonds hinausgeht und auch Individualitäten mit einarbeiten. Und egal ob Vermögensverwalter oder Sparplan, wichtig ist, das habe ich rausgehört, regelmäßig ansparen, auch in schwierigen Zeiten ansparen. Gibt es denn da so eine Faustformel, wie viel ich sparen muss, damit ich vielleicht mit 65 Millionär bin? Menschen sind sehr individuell. Also Lebenssituationen sind individuell, Bedürfnisse sind individuell, Ausgaben auch natürlich. Vor dem Hintergrund, wie ich es eingangs schon sagte, man sollte auf jeden Fall frühzeitig anfangen. Das ist eine Faustformel. Aber wenn Sie es ganz konkret wissen möchten, wir haben mal nachgerechnet, wenn Sie so Ende 30 sind und 450 Euro monatlich übrig haben, bei der erwähnten Rendite von ca. 7%, wenn Sie bis zur Rente Zeit haben, dann sollte eine Million rauskommen. Wer schon mit 20 anfangen will, muss weniger zurücklegen dann wahrscheinlich. Das ist definitiv richtig, deswegen so früh wie möglich. Und der Zinseszinseffekt, der ja auch schon mal als achtes Weltwunder von Einstein bezeichnet wurde. Abschließend, welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden, wenn es um das Thema Aktie für die Altersvorsorge geht? Das ist eine sehr gute Frage. Man sollte auf jeden Fall nicht prozyklisch agieren. Sprich, wenn kurzfristige Schwankungen auftreten, in Krisenzeiten haben wir das immer wieder, siehe auch dieses Jahr, sollte man definitiv nicht verkaufen. Auch hier zeigt die Historie, nehmen wir mal das Beispiel des MSCI Welt, einen sehr, sehr großen und breiten Aktienindex. Über die letzten 50 Jahre waren dort also ca. 8% möglich. Allerdings, wenn man ausgestiegen ist und die 20 besten Börsentage verpasst hat, verliert man ca. 5% und zwar pro Jahr. Und wenn Sie sich das dann ausrechnen über 50 Jahre, da fehlt dann schon ein großer Betrag. Kurzfristig lässt man sich meist dazu hinreißen, so zu agieren. In dem Falle sollte man tatsächlich Durchhaltevermögen zeigen und einfach investiert bleiben. Langfristig und regelmäßig investieren in Aktien breit gestreut, sagt Steffen Leditschke von Plutus hier im Interview auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Ich danke Ihnen.